Dies ist Dreamlight Valley. Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Disney Dreamlight Valley. Ja, und es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe inzwischen noch ein paar Felder abgeerntet und ich habe unser Lager etwas erweitert. Haben jetzt ein paar mehr Truhen hier drin. So. Und die Kiste hier vorne ist schon voll mit Reis. Da werden wir so einiges an Goldmünzen für bekommen. So, und hier haben wir auch noch zwei volle Felder. Und hier sind wieder ein paar Kugeln gespawnt. Die sammeln wir jetzt erstmal auf. Okay, 20 Münzen. Und hier hinten waren auch noch zwei. Ein neues Puzzleteil. Kann ich aber noch nicht genau sehen, was das sein soll. Oh, ein komplett neues Puzzle. Okay, so, dann wollen wir noch mal gucken. Aufgaben. Wir haben der Fluch. Merlin hat dir was zu sagen. Dann haben wir Donald Duck und wir haben Christoph. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zu Christoph und schauen, was er von uns will. Oder Story-Aufgaben, der Fluch. Ich würde sagen, suchen wir erstmal Christoph. So, auf der Karte. Wo ist er denn überhaupt? Wo ist Christoph? Hier unten am See. Und hier liegt schon wieder jede Menge Holz rum. Die Monster AG war das, glaube ich. Sehr geil. Christoph ist am Angeln. Servus. Oh, hey. Hey, hast du kurz Zeit? Für Freunde haben wir immer Zeit. Danke, ich bin froh, dass du mich als Freund siehst. Denn es ist ein bisschen seltsam. Mhm. Also, während Donald auf der anderen Seite des dunklen Portals war, habe ich für eine ziemlich lange Zeit im Wald gelebt. Warum bist du nicht einfach zurück ins Dorf gekommen? Ich wollte zur Stelle sein, falls Donald mich braucht. Als er zurückkam, sagte er nun, er sagte eine Menge, unter anderem, dass ich offensichtlich... Was? Keine Seife gefunden habe? Ach so, er hat keine Seife gefunden. Er hatte keine Möglichkeit zu duschen. Okay, das wäre natürlich jetzt gut, wenn er vielleicht eine Unterkunft hätte. Mit einer Dusche. Ich bin es gewohnt, im Wald zu leben. Aber ich nehme mal an, es ist nicht jedermanns Sache. Würdest du mir bei der Herstellung einer Seife helfen? Ja, natürlich. Wir helfen immer gern. Großartig, danke. Ja. Nun, für die Herstellung von Seife brauchen wir Lauge. Ich will dir keine Angst machen, aber die Herstellung ist ziemlich kompliziert. Vielleicht solltest du dir nur Notizen machen. Ja, dann hau mal raus. Was brauchen wir denn? Asche. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Okay, habe ich noch nie im Dorf gefunden. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Als ich damals im Wald feststeckte, habe ich in der Nähe der eisigen Höhen ein Lagerfeuer gemacht. Wenn du dort ein paar verbrannte Holzscheite findest, kannst du sie an einer Werkbank zur Asche zerreiben. Okay. Bringe ich dir dann die Asche wieder? Nein, nein, es fehlt noch ein Schritt. Anschließend kochst du die Asche, wie jedes andere Gericht, um Lauge zu gewinnen. Wenn du das geschafft hast, komm zu mir und ich erkläre dir, was dann zu tun ist. Okay, ich denke, das haben wir verstanden. Ja! Ich werde herausfinden, was wir sonst noch brauchen, während du die Lauge herstellst. Denk daran, mein Lager befindet sich im Wald, nahe des Eingangs zu den eisigen Höhen. Bis bald! Okay. Hey Minnie, um dich kümmern wir uns auch noch irgendwann. Aber jetzt gehen wir erstmal hier in den Wald. Zu den eisigen Höhen, also da hinten. Hier müsste dann irgendwo ein Lagerfeuer sein.
Ah, ich sehe es schon, oder? Das müsste das hier sein. Sehr gut. Verbrannte Holzscheite. Wir haben Knoblauch geerntet. Nehmen noch ein paar Blumen mit. Oh, was haben wir hier? Noch was? Gebuddelt haben wir schon echt schon lange nicht mehr, aber meistens kommt gar nicht so wirklich viel bei rum. Oh, aufheben. Ein paar Blaubeeren. So. Hey, wer bist du denn? Okay, er rennt weg. Haha, haben wir unseren kleinen Waschbär gestreichelt? Der hat sich gefreut. So. Hier nehmen wir auch noch die ganzen Blumen mit. Und hier das Holz. Holz kann man nie genug haben, wobei ich da auch schon wieder jede Menge gesammelt habe. Ah, und die Fische müssen wir auch abholen. Bayern hat bestimmt schon wieder gut was geangelt für uns. So. Dann schauen wir mal. An der Werkbank hat er gesagt. Asche herstellen. Einmal. So, und jetzt hat er gesagt, wir gehen einfach an unseren Herd. Und einmal Asche. Und die kochen wir. Okay, das war relativ einfach. Dann bringen wir Christoph mal die Lauge. So, ist er noch unten am See? Ist er nicht mehr. Wo treibt er sich jetzt rum? Ah, er ist einfach wieder in den Wald zurückgegangen. Dann gehen wir auch wieder in den Wald. Hey Christoph, wir haben die Lauge. Bitteschön. Oh, hey. Die Lauge sieht fantastisch aus. Gute Arbeit. Mhm. Okay, die nächste Zutat für die Seife ist Öl. Ich verwende normalerweise Karottenöl. Hm. Sicher könnte man das machen, aber ja, warum nicht mal was anderes? Lass uns etwas Neues hinzufügen, meinst du nicht auch? Maui hat ziemlich tolle Haare. Wir sollten herausfinden, was er dafür... Ah, was er... Ich dachte gerade, er wollte aus Mauis Haaren irgendwas herstellen. Okay. Ja... So. Ich schätze mal, es muss etwas mit Kokosnüssen zu tun haben. Das ergibt Sinn, aber ich kenne mich mit Kokosnüssen nicht aus. Du solltest ihn zur Sicherheit fragen. Hey, danke. Okay. Wo ist Maui momentan? Okay, Maui ist direkt hier. Ist Maui zu Tisch? Ah nein, hier weiter unten. Er war doch hier gerade eingezeichnet. Bei Onkel Dagobert drinne. Hey Maui, hast du eine Minute Zeit? Hat Onkel Dagobert dich eingestellt hier als Kassierer? Oh, hey! Was kann ich für dich tun? Maui ist immer für dich da. Es sei denn, ich habe was zu erledigen und ich habe eine Menge zu erledigen. Ja, hör mal zu, wir haben hier Christoph getroffen und er braucht Hilfe bei der Herstellung von Seife. Wie machst du das, dass dein Haar so toll glänzt? Was ist dein Geheimnis? Ha, würde das nicht jeder? Aha. Nun, nichts wird das Haar von jemandem so toll aussehen lassen wie meins, aber man kann es annähernd so gut hinbekommen. Ich habe ein Wort für dich. Kokosnussöl. Voll gerne. Danke, Zwerg. Okay. So. Wir brauchen Zutaten für Kokosnussöl. Oh, 20 Karotten.
Haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Konnten wir Karotten kaufen? Hat Goofy Karotten im Angebot? Oder müssen wir die anpflanzen? Oh, wir können Karotten kaufen. Sehr gut. Hallo, Kumpel! Und wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld, um Karotten zu kaufen. Verkaufen. Hier haben wir auf jeden Fall Reis. Die Sachen können wir hier unten alle verkaufen. Und auch wenn es teuer ist, ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal 10 Karotten. Yay! Und danach sind die Karotten leer. Goofy hat nur 10 Karotten für uns? Na gut, dann würde ich sagen, brauchen wir definitiv Karottensamen. Wir kaufen gleich 99. Okay. Naja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Karotten anzupflanzen. Aber dann hole ich kurz Onkel Dagobert ab, dann ernten wir kurz unser Feld. Wir haben noch genug Platz. So, hey. Sei gegrüßt, Nachbar. So. Ah, er will den Wald dekorieren. Okay, für ein romantisches Picknick. Um Vögel und Tiere zu beobachten. Er denkt auch wirklich nur ans Geld. Auf Wiedersehen und bis bald. Wiederaufbau. Hallo. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen abhängen mit Dagobert. Freundlichen Dank. Wiederaufbau des Waldes müssen wir dann auf jeden Fall auch noch machen. So, aber jetzt geht's erstmal los mit Onkel Dagobert. Und der fängt schon direkt an, hier fleißig mitzusammeln. Sehr gut machst du das. Oh, er ist beinahe Level 10. Dann haben wir ihn auf maximalen Level. Dann wäre Onkel Dagobert wirklich der Erste, den wir auf maximalem Level hätten. Und da ist es passiert. Level 10 und wir bekommen irgendwie einen Tresor. So. Und eine neue Aufgabe, glaube ich. Jetzt leveln wir ihn wahrscheinlich nicht mehr. Aber er hat natürlich jetzt die maximale Ausbeute hier, wenn wir hier ernten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die werden wir wieder nicht alle kriegen, oder? Nein, den letzten habe ich, glaube ich, nicht gekriegt. Der sammelt echt viel. So, achso, wir sollten gleich... Oh, hier müssen wir mehr sammeln. Und dann pflanze ich auch, glaube ich, direkt erstmal Karotten an. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Feld voll brauchen. So, erstmal alles aufsammeln, was unser lieber Onkel hier fallen gelassen hat. So, und jetzt pflanzen wir noch ein paar Karotten. Bau Gemüse an. Oh, wir haben schon 3000 Gemüse angepflanzt. ...20 Stück brauchen wir. Ich würde sagen, 2 oder 3 von diesen Reihen mit Karotten reichen für den Anfang.
Wir brauchen ja auch wirklich nur 20. Und 12 Kokosnüsse haben wir auf jeden Fall. Vielleicht haben wir sogar noch Möhren, aber ich glaube, Möhren waren alle. Da hatten wir, glaube ich, keine mehr von. So. Dann einmal die Gießkanne. Sehr gut. Oh, ich weiß gerade. Ernten wir das auch noch ab? Ah, das können wir auch später noch ernten. Ich habe noch eine Idee. Ah, verdammt, da wächst gerade auch nichts. Das hatte ich schon abgeerntet. Wally macht es ja hier immer zu schaffen. Aber wir könnten natürlich... Wir haben jetzt wieder relativ viel geerntet. Mal bei Goofy gerade was verkaufen. Du! So, hey Goofy, wir wollen mal kurz was bei dir verkaufen. Und zwar den ganzen Reis hier. Und... Verkaufen wir mal den Rest auch. Okay. Zack. 21.000. So, 21.000, können wir hier eigentlich mal das Feld nochmal erweitern, denke ich, von Wally. 10.000. Ganz schön teuer. Drei Pflanzen mehr. Sehr gut, verbessere den Garten. Dann schauen wir mal hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, die Karotten brauchen nicht ganz so lange. Dann, bis die Karotten reif sind, sammeln wir hier noch das Feld ab. Karotten haben wir ziemlich am Anfang bekommen. Das heißt, es müsste eigentlich reichen. Wenn wir hier das Feld abgesammelt haben, dann müssten die Karotten fertig sein. Zur Not gehen wir nochmal verkaufen und die Kokosnüsse müssen wir auch noch holen. Oh, zwei Kugeln. Sehr nice. Vielleicht müssen wir auf jeden Fall bald mal einen anderen Begleiter mitnehmen hier. Weil wir haben ja noch mehrere, die wir noch nicht auf Level 10 haben. Aber hier mit der Feldarbeit... Mega. Also Dagobert hat so schnell gelevelt. Gleich zwei von diesen Bonuspflanzen nacheinander, auch sehr geil. Und was hier schon wieder alles rumliegt. Und noch eine. Oh nein, hier drüben verschwindet es schon wieder. Ich muss die schnell mal aufsammeln. Ehe ich mich für alle hier bücken muss. Da war ich zu langsam mit aufsammeln hier. Na gut. Wir lassen nichts liegen. Oh nein, ich habe eine Karotte gepflanzt. Das war nicht meine Absicht. Was haben wir hier? Ein neues Puzzlestück von der Monster AG. So. Und eigentlich kann Onkel Dagobert jetzt, glaube ich, sogar schon wieder gehen. Weil die Felder werde ich dann später wieder auf Vordermann bringen.
So, lass es später abhängen. Mach's gut. Es wird Zeit, Geld zu verdienen. Was haben wir hier? Oh, ein paar Münzen. Hm, ist das Vajanas Boot? Kann das sein? So. Sind noch nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall Kokosnüsse und habe ich die hier? Da, 12 Stück aufteilen. Habe ich auch ein bisschen was gesammelt. Und wir können die Pflanzen mal wegsortieren, die wir noch aufgesammelt haben. Die passt hier rein. Da haben wir 50. So, hier haben wir die Steine. Da war noch so ein schwarzer Stein, 4 sogar. Und hier hinten habe ich jetzt das Holz gelagert. So, fruchtbare Erde kann auch rein. Und hier sind unsere Samen. So, was haben wir noch? Knoblauch. Knoblauch hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Den lege ich mal hier rein. So, die brauchen wir für die Quest. Ah, wir haben ja auch noch den Zettel gefunden. Die Tagesbuchseite. Kokosnuss, 12. Warum muss ich die wirklich sammeln? Weil das nicht zählt. Okay, ich habe eine Idee. Moment. Ablegen. Dann sammeln wir die jetzt vom Boden auf. Ha, das hat geklappt. Sehr nice. Okay. Hm, die Karotten sind immer noch nicht gut. Vielleicht hat Gobi schon wieder neue Karotten? Oder müssen wir echt warten? Ist das die Tagesration gewesen? Ah, ausverkauft. Okay, wir können auf jeden Fall einiges an Dreamlight hier nochmal einsammeln. Gartenarbeit, das habe ich natürlich auch ziemlich viel gemacht. Angeln, ich habe viele Fische gefangen. Kochen und so, Sammlung. Was haben wir hier noch? Freundschaft. Verbessere Wallys Garten. Bergbau. Da war ich auch sehr aktiv. So, und jetzt können wir hier beim Event nochmal gucken. Aufgaben. Sternmünzen. So. Ah, tägliche Diskussion mit Merlin können wir noch machen. Da müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Merlin möchte uns aber... Ah, Merlin will unsere Hauptquest fortsetzen. Dann diskutieren wir vielleicht doch nicht mit Merlin. Machen wir das vielleicht in der nächsten Folge. Es hat noch Zeit. Was haben wir noch? Fange Heringe, 6 von 30. Das verschenke Lieblings. Ernte Paprika. Diskussion mit Ursula. Koche Gerichte mit Zucker. Wir haben... Mit Zuckerrohr. Zuckerrohr hätten wir. 30 Stück. Und ich sehe gerade, wir können hier noch einen wertvollen Fisch angeln. Und dann würde ich vielleicht die Tagesdiskussion mit Ursula... Oh nein, zu früh geklickt. So. Ah, mit Vajana als Background hinten schaffen wir es. Sehr gut. Und jetzt, wo ich Vajana gerade gesehen habe, gehen wir doch mal runter
Und da ist schon wieder eine super Auswahl an Fischen, was sie für uns gefangen hat. 12 Stück. Sehr schön. Die Muschel nehmen wir mit. Und wo haben wir Ursula? In ihrem Haus. Einmal mit Ursula diskutieren. Du bist hier. Endlich. Genau die Person, die ich sehen wollte. Worüber denkst du denn nach? Ah, du bist es. Ich habe nur über die ferne Vergangenheit nachgedacht. Wusstest du, dass ich früher in Atlantica gelebt habe? Genau gesagt, im Palast. Warum bist du denn weggegangen? Oh. Ich hatte keine Wahl. Da kannst du dir sicher sein. König Triton, der Tyrann, hat mich verbannt. Ich wurde verbannt. Und in den dunkelsten Tiefen des Ozeans zu verrotten. Das ist ja schrecklich. Ich war, die ganze Welt wandte sich gegen mich. Wo ich doch so arm und unschuldig bin. Und was habe ich getan? So gut wie gar nichts. Ich habe den Meerwesen nur das gegeben, worum sie mich gebeten haben. Es ist meine Schuld. Ist es meine Schuld, dass ich ihnen der Preis nicht gefallen hat? Sind wir uns einig? Ja. Naja. Die hat sich schon ein bisschen hintergangen, glaube ich. Aber na gut, wir sind hier zu allen lieb und nett. Oh, da hinten ist noch eine Kugel. Hier können wir noch ein paar Kokosnüsse mitnehmen. Yay! Noch ein Schnipsel hier davon. Sehr gut, da haben wir das Bild schon fast fertig. Und ich sehe, da hinten gibt es Gratissteinchen. Die nehmen wir natürlich auch mit. So, was machen die Karotten? Das sieht gut aus. Nee, das waren die Äpfel, die gut waren, glaube ich. Das dauert schon wirklich lange mit den Karotten gerade eben. Ich habe gedacht, die wachsen schneller. Stück brauchen wir. Dann gehen wir schnell nochmal die Fische wegbringen. So, hier sind die Fische. Und die eine Muschel. Und oh, hier haben wir mittlerweile auch schon relativ viele von denen. So, dann hier hin und einmal Kohle weglagern. Wo hatte ich den Seetang? Ich glaube, den hatte ich bei den Pflanzen mit reingeräumt. Ja, haben wir mittlerweile auch schon über 50. Und einmal... Oh. Der ist neu. Der kommt hier unten hin. Oder... Können die den Platz tauschen? So, sehr gut. Das können wir verkaufen. Ja, und den Reis können wir eigentlich auch verkaufen. Warum habe ich den eigentlich nicht verkauft? Wenn wir den Reis verkaufen, dann können wir vielleicht sogar noch unser Haus noch einmal erweitern. Oder noch mal Wallys Feld. Das wäre natürlich auch gut. Oder bei Vajana die Fische. Hallo, Kumpel! Verkaufen. So, die auch weg. 19.000. 31.000. Sehr, sehr gut. Mach's gut, Goofy. Meinetwegen. Okay, wir können hier auf jeden Fall noch einige Male den Garten... erweitern. Einen schönen Tag noch. 20.000. Oh.
Okay, 20.000 ist halt ganz schön heftig. Wir haben jetzt noch 3 Pflanzen mehr. Und wir können das Ganze noch 3-mal machen, so wie es aussieht. Was kostet das denn jetzt? Hallo! 30.000, okay. Wahrscheinlich kostet auf Wiedersehen und hier bis das bald. Stück 30, dann 40 und dann am Ende 50.000. Okay, 20.000 ist natürlich schon eine Hausnummer. Mensch, unsere Karotten. Die lassen sich echt Zeit. So, okay. Was können wir machen? Diskussion. Entferne 4 Nachtdornen. Haben wir keine mehr? Bringe 2 Geschenke. Sobald du nach den Sternen navigieren kannst, führen sie dich immer wieder nach Hause. Ich habe etwas für dich. Und zwar habe ich einen grün blühenden Bartfaden für dich. Und dann haben wir noch was für dich. Und zwar eine Himbeere. Waren das 2 Geschenke jetzt? Auf Wiedersehen. Sehr gut. 2 Geschenke. Ein Kleintier füttern. Das schaffen wir doch auch. Oh, dich würde ich ja auch gerne füttern. So, wo haben wir ein Kleintier? Und die Karotten sind gut. Dann müssen wir doch kein Kleintier füttern. So. Ernte 5 Gemüse. Oh, und eine rote Kugel. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Karotten. Und gehen jetzt gleich erstmal zu Christoph. Nachdem wir geguckt haben, was hier drin ist. Ein rotes Puzzleteil. Okay. So. Ah, Christoph steht direkt hier. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Kokosnuss, genau wie du gesagt hast. Nun, ich probiere sie gerne aus. Lass mich dir die Lauge zurückgeben. Okay. Sollen wir das jetzt kochen? Klar. Jetzt hast du alles, was wir brauchen, um Seife herzustellen. Ich erhitze schon mal das Wasser. Wiedersehen. Okay. Stelle Karottenseife her. Okay. Benutzen. Karottenseife. Haben wir irgendwie? Wir haben alles, was wir brauchen. Karottenseife. Wir haben vermutlich die Lauge hier wieder zur Auswahl irgendwo. Haben wir nicht? Hat er uns nicht die Lauge zurückgegeben? Moment. Haben wir die Lauge? Hier ist die Lauge. Ach, Moment. Sollen wir das vielleicht an der Werkbank herstellen? Vielleicht gar nicht. Karottenseife. Kokosnuss, Karotte und Lauge herstellen. Sehr nice. So, dann gehen wir mal zurück zu unserem lieben Christoph. Wo immer er auch schon wieder hingegangen ist. Er ist schon wieder in seinen Wald verschwunden. Oh, wobei, ich glaube, den Brunnen im Wald haben wir auch noch nicht aktiviert. Das könnten wir eigentlich machen. So, bitteschön, einmal Seife für dich. Oh, hey! Nette Karottenseife, sie riecht lecker. Und die Kokosnuss verstärkt das Ganze noch. Ja, jetzt müssen wir doch mal nachfragen, warum denn eigentlich Karotten? Magst du den Geruch wirklich? Klar. Ja, findet das nicht jeder? Was könnte besser sein als Karotten? Okay, Zeit für mich, diese neue Seife auszuprobieren. Ich komme bald wieder.
Er sieht glücklich aus. Weißt du, das hat sich wirklich gut angefühlt. Danke. Ah, guck mal, wie ich rieche. Ich hoffe aber, ich rieche nicht nach Kuchen. Dankeschön, dass du uns gezeigt hast, wie man Kartenseife herstellt. Jederzeit. Wiedersehen. Sehr schön. So. Und ich würde sagen, wir aktivieren hier auch noch. Ach gut, einen schönen Tag noch. 3500. Verbessern wir das Ganze mal. Und was gibt's jetzt hier? Goofy? Hallöchen! Ist das Raps? Rapssamen können wir kaufen und wir können Paprikasamen kaufen. 25. Ich glaube, der Reis ist immer noch am teuersten. Müssten wir höchstens mal gucken, meinetwegen, ob er auch am teuersten zum Verkaufen ist. So, den Brunnen hier. 2500. Sehr schön. Da können wir jetzt auch die Schnellreise hierher antreten. So. Sehr, sehr gut. Damit haben wir auf jeden Fall Christoph geholfen. Und dann müssen wir wahrscheinlich doch mal zu Merlin und gucken, was der auf dem Herzen hat. Wobei ich hier auch wieder die Felder neu bestellen muss mit Reis. Aber das werde ich jetzt wieder zwischen den Folgen machen. Also macht's gut, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal.